Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder dein Coach Martin und ich zeige dir heute vier Fehler, die so gut wie jeden Fitnessstudio gemacht werden. Natürlich zeige ich dir auch, wie du sie richtig machst. Bei dem Trizeps am Kabelzug gibt es wirklich zwei gängige Fehler, die ich immer wieder sehe. Das ist erstens, dass man sich hinstellt und hier nur halbe Bewegungen macht. Der andere Fehler ist, dass man hier wirklich den Oberarm mit zum Schwung holen nimmt. Also trifft man den Trizeps überhaupt nicht optimal. Ja, und führt letztendlich auch nicht zu dem Ziel, dass man hier einen schönen Trizeps aufbauen kann. Und jetzt zeige ich euch natürlich wieder, wie ihr den Trizeps am Kabelzug richtig trainieren könnt. Das erste, was ihr machen solltet, ist ein leichter Ausfallschritt für mehr Stabilität. Als nächstes schiebt ihr wieder die Schultern nach hinten, unten. Der Oberarm bleibt permanent am Körper. Wir ziehen nach unten und gehen in der unteren Position nach außen für die maximale Kontraktion des Trizeps. Gehen nach oben, komplett die volle Bewegungsamplitude ausnutzen. Wieder nach unten, nach außen für die maximale Kontraktion und wieder nach oben. Ja, spannt dabei auch den Bauch an, damit ihr im Oberkörper komplett stabil bleibt. Und so könnt ihr auf jeden Fall den Trizeps maximal treffen. Und glaubt mir, wenn ihr es genauso macht, merkt ihr es auch sofort in der Übung, wie der Trizeps dabei arbeiten muss. So, nachdem wir gerade den Trizeps hatten, müssen wir jetzt natürlich auch nochmal bei den Bizeps die gängigsten Fehler durchgehen und wie du es richtig machen kannst. Hierfür gehen wir einmal zu den Bizeps Curls mit den Kurzhanteln. Wieder zwei typische Fehler. Einerseits, dass man wieder bloß halbe Wiederholungen macht. Und der andere Fehler, dass man zu viel Schwung holt. Ja, dass der Ellbogen zu weit nach vorne geht und wir zum Schluss nachher bloß noch aus der Schulter arbeiten und den Bizeps gar nicht mehr richtig dabei ansprechen können. Dann kommen wir jetzt natürlich wieder dazu, wie du den Bizeps maximal trainieren kannst. Hierfür ist wieder ein sicherer, stabiler Stand nötig. Und auch jetzt ziehst du wieder die Schultern nach hinten unten. Und wie beim Trizeps gerade bleiben natürlich auch die Oberarme am Körper. Und wir bewegen jetzt die Hand nach oben und drehen sie dabei ein. Gehen wieder runter, wechseln die Seite. Ja, und da merkst du auch schon, wenn du am oberen Punkt ankommst, dass die maximale Kontraktion im Bizeps vorhanden ist. Ja, weil hier ist es so, der Bizeps arbeitet einmal als Beugung von unten nach oben, aber er arbeitet auch in der Drehung. Ja, wenn ihr die kleinen Finger nach oben dreht, arbeitet auch hier der Bizeps. Wir nutzen beides einfach aus, indem wir von hier unten einmal in die Beugung gehen und dabei den kleinen Finger nach außen drehen. So haben wir die maximale Kontraktion im Bizeps und können ihn so auch sehr gut reizen, damit er langfristig wachsen kann. Kommen wir jetzt zum Kreuzheben und die zwei typischsten Fehler, die man immer wieder sieht. Das ist erst natürlich, man überschätzt sich wieder und nimmt viel zu viel Gewicht und daraus folgt Folgendes. Dadurch, dass es einfach zu viel Gewicht ist, machen die meisten Leute einen Rundbuckel und stehen hier so nach, gehen wieder runter und gehen hier wieder nach oben. Das Problem dabei auf Dauer ist, dass du dir deine Bandscheiben dabei komplett zerstörst. Ja. Und ich zeige dir jetzt einmal, wie es richtig funktioniert. Kommen wir zurück zu den Ausführungen des Kreuzhebens. Hier ist es ganz wichtig, als erstes die Fußstellung zu korrigieren, dass wir uns schulterbreit stellen. Auch die Füße zeigen wieder 5 Grad leicht nach außen. Greifen nah an den Beinen. Und jetzt ist es entscheidend für den Rücken, dass wir uns schon mal nach hinten bewegen und die Schulter
zurückziehen, damit wir die erste Spannung haben. Und dann gehen wir von hier aus nach oben. Beine bleiben gerade, gerade, gerade bis zum Knie. Und dann können wir absetzen. Hier nochmal die richtige Ausführung. Schultern zurückziehen, Spannung auf den Latt. Nach oben, Hüfte nach vorne schieben. Und jetzt führen wir wieder die Stange nah an den Beinen runter und lassen wieder ab. So sollte es jeder machen. Die nächste Übung ist der Latzug. Auch hier gibt es wieder typische Fehler, die immer wieder gemacht werden. Einer davon ist A, dass man zu breit greift und dass man aus dem Latzug eher ein Rudern macht, heißt, dass man sich zu weit nach hinten bewegt. Ja, so trifft man nicht wirklich den Latissimus, sondern eher die obere Rückmuskulatur. Ja, und es ist mehr ein Rudern. Der zweite Fehler ist eher ein kontroverser Fehler, denn da geht es darum, in den Nacken zu ziehen. Ja, kann man machen, aber das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist da eher schlecht, weil A, triffst du halt mehr den Trapez, in den oberen Anteil des Latissimus, und B, ist es halt nicht gut für eine gewisse Schultergesundheit, weil gerade wenn du die Mobilität nicht hast in der Schulter, kann es auf Dauer halt wirklich zu Verletzungen führen. Von daher würde ich davon eher abraten. Ich zeige es aber einmal trotzdem. Der Kopf muss sich unnatürlich nach vorne bewegen, damit überhaupt die Stange hinter den Kopf kommt. Also für mich hat sich jetzt gerade auch extrem unangenehm angefühlt. Und gerade wenn du den Latissimus trainieren willst, würde ich es dir nicht raten. Jetzt kommen wir zur richtigen Ausführung des Latzugs, wie du es wirklich machen solltest. Der erste Punkt ist, dass du etwas breiter greifst als schulterbreit. Danach setzt du dich hin. Und hier schon ganz wichtig, die Schultern nach unten ziehen, um die Spannung im Latissimus schön zu spüren. Die Ellbogen drehst du dabei leicht nach innen und dann ziehst du runter bis zum Kinn und gehst wieder hoch. Auch hier haben wir eine leichte Neigung im Oberkörper. Wenn wir runterziehen, gehen wir leicht nach hinten und wenn wir nach oben gehen, gehen wir voll in die Streckung und wieder runter. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du kannst es schon in deinem nächsten Training bereits anwenden. Wie gesagt, schaust du immer mal gerne wieder an, damit du es für dich verinnerlichen kannst. Lass gerne einen Daumen da und wenn du mich bisher noch nicht abonniert hast, kannst du gerne hier unten ein Abo da lassen, damit du auch nicht den zweiten Teil von den 4 Übungen verpasst, die bei den meisten Fitnessstudios falsch gemacht werden. Also, bis dann!